Fans von Eintracht Frankfurt, vor den Nachrichten bitte ich euch ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächsten Nachrichten aus Frankfurt nicht verpasst. Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga seit 6 Spielen sieglos. Die Adler verloren die Champions League aus den Augen und der Abstand erhöhte sich auf 7 Punkte. Die Eintracht kämpft nur um den DFB-Pokal, aber in der Liga läuft es nicht rund. Auf dem Transfermarkt geht dagegen ein heißes Gerücht um. Einem Bericht zufolge ist bei Eintracht Frankfurt ein weiterer Sturmkandidat in den Fokus gerückt. Nach mehreren Gerüchten über mögliche Abgänge der Hessen könnte es El Yawahi aus Montpellier sein, die die SGE-Offensive wieder auffüllt. Am Dienstag berichtete Bild von einer Verbindung zwischen der Eintracht und Wahi, die dem Bundesligisten nicht nur auf dem Herzen liegt, sondern auch mit Frankfurt in Kontakt gewesen sein soll. Wahi ist also nur eine Option, sollte Stürmer Randall Kolo Muani den Verein nach einer Saison verlassen. Dem Vernehmen dankt die Eintracht für den aktuellen Torschützenkönig der Bundesliga eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Marke. Spekuliert wird auch über den Verkauf von Rafael Borré und Lucas Alario, alle Gerüchte um Eintracht-Spieler ändern sich. Für Wahi, der laut früheren Berichten auch beim BVB, Tottenham und Arsenal ein Thema ist, wurde zuletzt eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro genannt. Eintracht Frankfurt-Fans, stellt ihre Meinung in die Kommentare. Ich bin jederzeit mit weiteren News über Eintracht Frankfurt zurück.